Kippt der Bauer Milch in Tank, wird der Trecker sterbenskrank. Servus, ich bin Schocke und präsentiere dir die Mac News. Es gibt heute wieder neue Karten und natürlich auch Updates, wie üblich. Und wie üblich sind auch die Timestamps und die Downloadlinks in der Beschreibung verlinkt. Und nicht vergessen, abonniere den Kanal, damit du keine Karte, vor allem deine Lieblingskarte, mehr verpasst. Willkommen auf der Kurke von Matlix. Die Kurke ist eine polnische Karte, also mit polnisch-europäischer Atmosphäre steht in der Beschreibung. Sie hat insgesamt 132 Felder, Biogasanlage, Sägewerk, 16 Verkaufsstellen insgesamt, einen mega großen Wald für 6 Millionen, aber ich glaube, der ist nicht dafür gedacht, dass man ihn bewirtschaftet. Finde ich ehrlich gesagt etwas schade. So, schaut aber zum Teil interessant aus. Die Karte ist auch Seasons Ready und Precision Farming Ready. Und was man auch schon gehört hat und teilweise auch gesehen, es gibt Autoverkehr. Und der Mapper hat auch geschrieben, dass es noch viele Überraschungen gibt. Ich bin sehr gespannt darüber. So, Verträge hat man. Dann Stadtfahrzeuge sind auch ein paar da. Und die Verkaufsstellen kann man. Baumwolle kann man auch verkaufen. Passt. Dann Wolle. Ja. Dann Güllemist kann man nicht verkaufen. Ist in Ordnung. Es gibt auch kein Mutterfrut. Ist aber in Ordnung. So. Der Haupthof. Feld 45 hat man schon. Und der Haupthof ist gleich hier in der Nähe. Im Prinzip genau neben den Startpunkten. Da ist er. So, was haben wir denn da? Diverse Träger sind schon vorinstalliert. Schauen wir uns kurz das Ganze an. Ah, auf jeden Fall gibt es einen Wald dran und alles drum und dran. Das ist schon alles. So, müssen wir da rauskommen. So, naja, viel mehr gibt es leider nicht auf diesem Hof. Beziehungsweise kann man das Ganze da nehmen? Nein, kann man nicht dazu kaufen. Finde ich schade. Was ist das? Das ist eine. Das ist der Viehhändler. Okay, der Viehhändler gleich in den Haupthof. Der Haupthof ist wirklich klein. Aber dafür kann man eventuell dieses Gebiet dazu kaufen. Oder dieses Gebiet, um den Hof zu vergrößern. Wie sich beides anbieten. So, gut, dann BGA mit Kalkstation. BGA schaut ja ein bisschen etwas und mir fällt gerade was ein, nämlich diese ähnliche Karte hatten wir schon mal, aber das war nicht die richtige, das hier ist die richtige. Die andere Karte sollte ich noch irgendwo haben. Ich muss den schnell suchen. Das ist mir leider gerade erst eingefallen, nämlich die Burlaki, glaube ich, heißt sie. Die hatten wir das letzte Mal schon. Und der Mapper hat mir auch geschrieben und damit stelle ich das richtig, dass das diese Karte ist. So. Ja, die Subtecase war das. Okay. Die war beim letzten Mal dabei. Und wie gesagt, das ist die richtige Kurki mit den Mapper. Auch mit den Original-Mapper, weil da schaut das auch wieder schön aus. Und
Ich kann mich, glaube ich, weit daran erinnern, dass die Karte nicht besonders gut funktionierte, oder? Ja, aber es kann sein. Aber das Gleiche für diese Karte, beziehungsweise das Gleiche, was für die andere Karte gilt, gilt auch für diese Karte. Es, ja, die ganzen Felder sind mir persönlich viel zu rechteckig, bis auf ein paar. Beziehungsweise die Außenehren da, die schaut auch etwas interessanter aus. Sie ist leicht hügelig und ja, im Großen und Ganzen damit, dass die Felder eigentlich so nahe beieinander sind. Ja, ehrlich gesagt, das gehört noch ein bisschen aufgebessert, dass man das Ganze auf einmal kaufen kann, sondern mir wäre es am liebsten, dass man das ein paar Mal unterteilen würde, damit dass man Frost kaufen kann, um das Ganze auch extra zu bewirtschaften. So. Gut, wo bin ich sonst? Was habe ich sonst noch sagen wollen? Ja. Auf jeden Fall eine recht angenehme Karte. Wie gesagt, die Felder passen mir nicht so ganz, aber das, was mir gefällt, das habe ich schon gesagt, dass sie so wie in echt sehr nahe beieinander sind. Und die zweite Karte heute ist die Hoftalbauer von Kaze Version 1. Und diese Karte ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Gut, die Karte. Auf dem Hof hat man jede Menge Fahrzeuge. Man hat ungefähr 10 Hektar Ackerland, 9 Hektar Grünland, einen Hahn, 10 Milchkühe und 5 Hühner angeblich. Stimmt sogar. Gut, man muss natürlich das Ganze bewirtschaften. Stallfahrzeuge haben wir schon gesehen, Verträge sind da, Verkaufsstellen sind auch alle da, die man benötigt. Multifood gibt es keines, aber man benötigt einige Mods zum Herunterladen. Das Ganze ist auch schön aufgeteilt. Zu den Mods komme ich gleich. Ich habe sie nicht vergessen. Wie gesagt, das Ganze ist schön aufgeteilt. Und somit geht es weiter. Ja, der ganze Art, der alte vierte gehört noch repariert. Dann, es gibt das Small Bunker Silo Set, beziehungsweise das benötigt man. Man hat auch jede Menge Fahrzeuge, die man benötigt. Dann German Cowbahn, Farmhouse und Timbered Farm Park. So, und wie man sieht, hat man für oder ist man für alles so ziemlich gut gerüstet, das ist noch gefällt. Und mehr steht nicht in der Beschreibung, außer dass es eine Geschichte gibt, jede, der sie gerne durchlesen würde oder möchte, kann sie gerne durchlesen. Ich bin sie nur schnell überflogen, aber es ist eine schöne Geschichte. Gut, dann geht es weiter. Verkehrssignal. Die Karte hat sogar einen Tunnel, der sogar beschriftet auf der Karte. Sogar schön beschriftet. Dann weiter. Forst ist dafür unser Forstliebhaber. Die Bäume sind schön ausgewachsen. Mir persönlich gefällt das. So, Sägewerk mit Verkaufsstelle. Dann hat man BGA auch. Nein, ich sehe momentan keine, aber die kann man sich sicher irgendwo dazu kaufen. Apropos Forst. Nein. Den Forst kann man leider nicht kaufen. Finde ich ehrlich gesagt schade, bis auf diese. Aber diese hier herüben leider nicht. Aber es ist ja noch genug Zeit, damit das ein Update dahingehend herauskommt. Gut,
Die Karte im Allgemeinen schaut sehr interessant aus, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Bis auf die Felder, aber das ist wie immer, und ich sage es immer wieder zu, das ist meine Meinung, das ist alles natürlich auch Ansichtssache. Mir gefallen diese richtigen eckigen Felder, naja, sagen wir so, nicht wirklich gut. Ich habe es lieber etwas rundlicher, so wie zum Beispiel die Grünfläche hier, das Gras. Das macht etwas mehr Spaß als solche Felder. Gut. Gut. Also, wir haben hier eine kleine Karte, die sehr interessant ist auch, die viele verschiedene Dinge hat, und ich kann jedem sagen, dass man hier auch sehr viel Spaß haben kann, was mich angeht, auch trotz richtiger Felder. Okay, und weiter geht's mit dem Rennsternhof Version 1007. So, und dieser Dreisternhof, der den hat, den, sagen wir so, den, diese Karte hat mein Schwager, den Didi von den Oldgamers, Kanal ist in der Beschreibung verlinkt natürlich, sehr gut gefallen. Vor allem diese Karte ist auch für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Gut, die hat es auch schon, soviel ich weiß, im 17er gegeben. Die haben wir ein paar Mal gespielt. Er hat sie besonders lange gespielt. Dann weiter Staffelzeuge sind da. Verkaufsstellen schaue ich gleich durch. Ja, alle da, bis auf Glöck. Ist in Ordnung. So. Dann, was haben wir denn da? So. Seasons Ready ist hier mal. Dann kurz durchschauen. Erstens, man braucht ein neues Save Game. Dann, es gibt einen neuen Hof mit Schweinen. Da haben wir die Pferdesägewerk. Schauen wir gleich, wo der ist. Bin ich jetzt leider nicht auf die Schnelle. Aber nun ja. Gut. Weiters wurde der Haupthof etwas umgebaut. Die Ortsschilder, oder sagen wir so, Ortsschilder gibt es jetzt und die wurden auch eingefügt. Silos für Saatgut, Kalk und Dünger gibt es jetzt am Haupthof. Der Haupthof hat auch jetzt ein Silo für Futter. Saatgut und Dünger kann auch extra gekauft werden. So, punkto, bevor es jetzt weitergeht, punkto Stadtfahrzeuge, Stadtfuhrpark. Der ist auf jeden Fall oder wäre auf jeden Fall ausreichend, aber es gibt sicher genug Leute, die einen neuen zusammenstellen. Finde ich in Ordnung, weil man muss ja nicht unbedingt mit den Fahrzeugen spielen, die man am Anfang hat. Dann. So, die Schafe sind im Kuhstall untergebracht. Dann Vermehrungsgras wurde entfernt und sonstige kleinere Verbesserungen dieser relativ schönen Karte, obwohl sie rechteckige Felder hat. Gefällt mir wirklich gut, obwohl sie rechteckige Felder hat. Das muss ich ehrlich gestehen. Weil das ganze Ambiente und alles ist wirklich ja, klasse gemacht, muss man ehrlich gestehen. Dann, da haben wir das Hofsilo, da ist noch ein Traktor, der alte Fiat. BGA wollte ich noch schauen. So, BGA, muss man die Silos selber hin platzieren? Ehrlich gesagt, spricht nichts dagegen. So, gut, das Video soll auch wieder mal nicht zu lange werden und das heißt, es kommt die nächste Karte.
Hallo und herzlich willkommen auf der Novavis von Futsto oder Futso Version 1.1. Und bevor ich es vergesse, die Dreistenhof machte der Richie F. So, die Novavis ist nur für PC und Mac. Sie hat jetzt eine neue Version bekommen auf die Version 1.1. Und man hat auf jeden Fall Multifood, nämlich Karotten und Zwiebeln. Ich würde mir zum Teil etwas mehr wünschen, dass man zum Beispiel auch mit Mais Plus spielen kann, aber ja, man kann nicht alles haben, aber ja, was soll's. Das ist nur ein Wunsch von mir, beziehungsweise etwas Persönliches. Dann gibt es hier 6 Bauernhöfe. Natürlich hat jeder Bauernhof einen eigenen Stall sozusagen. Einen Pferdestall, dann gibt es ein Schweinegehege, Kuhweide, extra eine BGA haben wir da, ein Sägewerk sollte auch irgendwas sein. Hier haben wir die Schafe. So, Sägewerk. Und die Aufteilung der Karte schaut recht interessant aus. Vor allem, das muss ich ehrlich sagen, vor allem, weil die Karte auch rechteckige Felder hat, aber es ist komplett durchgemischt. Es ist schön durchgemischt. Es ist interessant, sagen wir so. Dann, natürlich sollte man die Karte auch mit den benötigten Mods spielen. Auf ModHub sind die ganzen Mods unten verlinkt. Das heißt, man braucht nur draufklicken und downloaden. So, Verträge sind da. Stammfahrzeuge schauen wir uns gleich an. Verkaufsstellen gibt es für alles bis auf Mist und Gülle. Das finde ich ist in Ordnung, aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Gut, weiter, da sieht man schon alles. Alte Fahrzeuge. Dein Fan-Favorit. Und das war's eigentlich soweit. So, gut. Es wurde so ziemlich viel verändert. Heißt es, dass man einen neuen Spielstand braucht auf dieser Karte. Das schaut wirklich sehr gut aus. Es wurden kleine Fehler behoben, der Vogelsound wurde verbessert, die Aufnahme von Schück und vom Boden wurde verbessert, weil das war ein Grund, wieso dass das Spielen ja unmöglich war. Dann das Problem mit dem Spielstand wurde auch behoben. Die Wirtschaftlichkeit und die Fahrzeuge für den Start sind verbessert worden. Und Fehler mit bunten Texturen, die gab es auch, die wurden natürlich auch behoben. Also gut, meine Freunde, jetzt sind wir auf der Mykolaivschina vom... Ja, leider steht das nicht. Aber eines steht drinnen, nämlich die Karte ist eine 4x-Karte, also eine 4x4-Karte. Das wäre eigentlich 16, aber ja, lassen wir das einmal so. Dann gibt es 142 Felder, 7 Dörfer. Es gibt auch, beziehungsweise die Karte ist auch Seasons Ready. Der Seasons Mode ist auch in der Download-Datei dabei. Die gehört natürlich entpackt und da ist auch nämlich der Global Company Mode und Precision Farming inklusive Add-on. Es gibt 3 Schweine- und 3 Kuhställe, Mehlproduktion gibt es, Sonnenblumenölfabrik und eine Molkerei, Verkehr und Fußgänger. Das, was hier nicht dabei ist, ist Baumwolle und Zuckerrohr. Oder fehlt mir noch was? Ja, Ölrettich ist dabei. Ja, Hafer ist auch nicht dabei. Finde ich sehr, sehr schade.
So, das schaut mir so aus, als wäre das einem Realgebiet nachgebaut. Und relativ schön nachgebaut, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann hat man auch Verträge. Und dadurch, dass diese Karte noch eine Alpha ist, eine V0.6, muss ich auch dazu sagen, kommt sie zum Schluss dran. Weil, ja, sie ist noch nicht fertig und sie hat jede Menge Fehler oder wird sicher Fehler haben. Gut, so, weiter kann man alles verkaufen, bis auf die, was nicht da sind. Ja, Hackschnitzel kann man nicht verkaufen. Und den Rest kann man verkaufen. Gut. Oh, gut. Dann gibt es Verkehr und Fußgänger. Was hat man schon? Auf der Ecke da oben fängt es mal an. Da hat man Schweine. Okay. Hofsilo und alles soweit. Vier Felder. Also dann kann man schon sehr schön anfangen. Da hat man auch die Kühe, Schweine. Und ja, die Karte ist recht interessant. Ich hoffe, dass sie bald fertig wird. Oh, was haben wir da? Auch jede Menge Kühe. Okay. Ach gut. So, oh, Kameras. Ja, das ist was Altes. Ja, aber schaut gut aus. Gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Oh ja, alter Traktor. Und noch ein alter Traktor. Ja, den Mähdrescher kennen wir. Okay, der hört sich an. Der hört sich nicht wie ein Traktor an. Er schaut aus wie ein Kirowetz. Nicht schlecht. So. Also auf jeden Fall startet man mit alten Geräten. Ich habe nichts gehört, muss ich ehrlich sagen. So, ich glaube, dass das eine ukrainische Karte ist, habe ich gesagt. Okay, die Karte hat einen Fehler. Nämlich ein LUA Method Update Fehler hat mit irgendeinem Skript zu tun. Und er weiß nicht, wie man dieses Problem löst. Wenn jemand das Problem weiß, wie man das beendet, dann kann er gerne den Mapper schreiben. Der wird sich sicher freuen. Ich habe jetzt nichts gesehen am Anfang. Ist aber in Ordnung. So. An und für sich schaut diese Karte wirklich gut aus. Also eben ist sie nicht. Und wie schon vorher gesagt, ich freue mich, wenn sie irgendwie fertig ist. Weil ich so drüber fliege und mir das Ganze so anschaue, ist das wirklich eine interessante Karte. Die Felder sind zwar groß und eine Vierfachkarte. Naja. Was soll ich sagen? Das heißt, man muss mit riesigen Geräten spielen oder großen Geräten, damit dass man etwas weiterbringt. Dass einem nicht langweilig wird. So, und damit sind wir auch am Ende. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und auch schon für alle Kommentare. Und schaut euch auch meine anderen Videos an. Es sind jetzt im Abspann ein paar für euch zum Sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.